Ja, Freitag 21 Uhr. Nee, das ist natürlich nicht. Da will es Freitag 20 Uhr fast aufnehmen, ja. Na gut, 18 Uhr jedenfalls. Ja, im Hintergrund seht ihr ein Gameplay von Die Cobra 33. Uncharted 3, kennt ihr mittlerweile. Ist ein 26-0, glaube ich. Ja. Wenn ich denn, werde ich es am Ende sehen. Jedenfalls will ich mal, ob das ein 26-0 ist. Unser Thema, habt ihr vom Namen gesehen, sind Videospielfortsetzungen allgemein. Da können auch vielleicht, wenn wir Zeit haben, mal Filme anschneiden. Ja, Markus auch am Start. Ja, wollte ich nur darauf hinweisen, nicht, dass du mich Genau. vergisst. Genau. Ne, also Spiele, wo es, glaube ich, zu viele Fortsetzungen gibt, wo man die Fortsetzung wünscht und auch Filme allgemein. Markus, fang mal an. Ja, was ist von Das Fortsetzung geplagt und ist zerstört worden? Wir haben ja eben schon Musterbeispiel. Das das Musterbeispiel. Musterbeispiel. Ja, habe ich ja schon in dem EA-Dings gesagt. Fängt mit N an und hört mit Scheiße auf. Also, na klar, ist Need for Speed, ne? Ja, es war eine schöne Idee damals, Underground, ja. Das waren noch Zeiten und Most Wanted war auch noch Zeiten, das alte Most Wanted, ja. Und dann ging es los ab Pro Street, das ging auch noch Das war aber schon eher so, Undercover. das Pro Street war so Gran Turismo-Style, fand ich so, weil es halt diese Ja, Rennen weil es waren, eine das war kein Need for Rennstrecke Speed. war, ein bisschen verkackt, ne? Aber was ausprobieren, da ging es schon in die einfallslosen Richtung. Ja, Was kam und danach? danach kam Undercover. Wann kam denn Carbon? Davor, ne? Carbon Pro Street oder Pro Street, nee, Carbon Pro Street Undercover. Ja, und ab so der Zeit, ab Undercover so circa, finde ich, haben sie es mit Hot Pursuit als wunderbarer Einsteiger. Das ging schon los mit alte Spiele, ne? Hot Pursuit war ja ein altes Need for Speed, für Leute, die das vielleicht nicht kennen. Sehr alt, 1900 irgendwas, 98, glaube ich, oder? Kein Plan, alte kenne ich. Also es war ein ganz altes, habe ich sogar hier noch liegen. Müsste ich mal rauskramen. Es ist ganz, ganz alt und das haben sie dann wieder neu quasi auferlegt und damit haben sie es eigentlich schon verkackt, finde ich, weil das kann schon nicht mehr so gut werden wie das alte. Das alte natürlich Pixelgrafik ohne Ende, ist ja klar. Aber ich meine, das neue fand ich, das war schon nicht mehr dieser Stadtstil. Das war schon wieder so Open World, klar, aber das waren Strecken, die waren ganz wenig. Das war im Verhältnis zu Burnout oder so, war das gar nichts. Das war keine Stadt, das war. Hot Pursuit ist die Open World. Hot Ich hab Pursuit das. ist Open World. Aber nichts, nicht das Neue. Doch. Ich hab das. Du musst immer ein Rennen anklicken und dann fährst du ein Rennen. 100 Pro. Na, wie Du behindert. kannst nur Open World rumfahren, aber da kannst du keine Rennen auswählen. Du kannst die ganze Welt erkunden, aber da kannst du keine Rennen machen. Die Rennen musst du einzeln auswählen. Im Menü. Das ist deine Karriere. Und du Ja. kannst auch freie Fahrt machen. Ja, aber das bringt nichts. Da kannst du kein Rennen auswählen, gar nichts. Du kannst nicht zu einem Rennen fahren oder so. Nee, 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 klar. Nee, also das freie Fahren ist total unnötig. Ja, aber trotzdem macht's Spaß mit den Autos. Aber dann lieber dann schon wie muss man das so wenigstens was in der Oberwelt auch machen kann. Ja, das ist schon besser. Im Gegensatz aber zu Hot Pursuit, ne? Und nicht im Also ich muss Gegensatz zu den sagen, alten Burnouts. ich muss zugeben, Hot Pursuit gefällt mir sehr gut, aber nicht weil aber das aber also nicht sehr gut. Vom Gameplay gefällt es mir sehr gut, also mir hat Spaß gemacht. Ja. Aber es fehlt ja die langsame Motivation, denn das, was ein Rennspiel ausmacht, das war das Tuning, haben die da zum ersten Mal rausgenommen. Und Das war schon der erste das haben sie auch, Pro. das haben sie auch nie wieder reingepackt. Dann Nee. kam The Run, das Nonplusultra des schlechten Spiels. Ja, das war wirklich der Denn Höhepunkt. ich kann auch kurz sagen, die Story geht circa 2 Stunden, also Ricardo hat durchgezockt in 2 Stunden. Ja. Dann The Run, das Namensgebende, macht man einmal, und zwar aussteigen sozusagen. Oder zweimal, ne, zweimal meint Ricardo, glaube ich, macht man das. Zweimal steigt man aus. Also das Namensgebende wird fast nie benutzt. Denn natürlich keine Open World, und dann eine Story von Drehbuchautor Michael Bay. Also ganz ehrlich, wieso macht man für Need for Speed einen Drehbuchautor? Nie Also gekifft ich fand oder was? generell die Idee total scheiße. Ein Rennen von New York bis von Vancouver bis New York. Ich Ja meine, genau, Leute. das war das nächste Problem. Du konntest ja keine Rennen fahren, du musstest immer nur 10 Leute überholen, hast du es geschafft, die Mission sozusagen oder so. Du bist ja Ja. nicht mal Rennen gefahren. Also ich weiß nicht, was das war, aber es war auf jeden Fall kein Vollpreistitel. Das war noch nicht mal ein lustiges DLC. Das war auch kein Standalone. Das war kein Free-to-Play-Spiel. Das wäre sogar das Allein. Free-to-Play minderwertig. Also ich finde, so ein Spiel zu wagen, sowas in der mit dem Namen Need for Speed dahin zu stellen, finde ich echt schon gewagt. Allein Das zeigt 60. wieder. Ja. Genauso wie bei SimCity im Moment, wir probieren Sachen, neue Sachen aus, gucken, ob der Verbraucher die schluckt und dann passen wir die nächsten Spiele daran an. So, Hot Pursuit hat sich verkauft wie Sau. The Run daraufhin auch. Promotion, ich sag nur, die haben Pagani Zonda und was das Inni, was einen Reventon echten auf die Gamescom gestellt zu dem Jahr, wo Hot Pursuit rauskam.
War natürlich geil. Und letztes Jahr hatten sie zum Most Wanted auch ein Chevy und zwei richtig geile Polizeikarren, also ein Polizeichevy. Richtig geile Dinge hatten sie da stehen. Das macht natürlich was her, aber ich meine, ich kaufe mir das nicht mehr. Also, das ist für mich war Most Wanted, weil wirklich da stand Most Wanted drauf und ich habe auch was gehört und habe gesagt, komm, holst es dir mal. Das habe ich mir mit Niklas geholt. Das habe ich mich sehr enttäuscht, weil ich hatte es Vom wirklich Gameplay muss ich ja rackzack sagen, durch. vom Gameplay ist es wieder sehr gut, finde ich, aber das Problem ist halt, du kannst nicht tunen, deswegen hat auch keine Wir haben, Langzeitmotivation. ja, wir haben Und es auch sonst, wenn uns. das Gameplay gut ist und aber das Umfeld einmal scheiße, was bringt das? Wir haben uns das auch wegen Burnout geholt, weil wir wissen ja, der Entwickler ist ja Criterion, die damals ja auch Burnout Paradise gemacht haben und das fanden wir super, das Spiel, ist super Oh geil, ja. kann ich auch nur empfehlen. Ja. Ich auch. Deswegen auch wegen dem Multiplayer-Modus, der so ähnlich aussehen soll wie Burnout, wollten wir uns das eigentlich holen. Ja, ist natürlich dann, haben wir dann auch gemacht, aber wir haben es nicht einmal online gespielt, weil es einfach nur Doch, scheiße. haben wir, da war ich dabei zu dritt. Ja, ein Einmal, einziges, einmal, ein einmal. einziges. Nein, es war aber nur, weil wir nichts wussten und irgendwie der eine bei Nee, mir war. weil ich an dem Tag gekauft habe, da habe ich gefragt, wie wir zocken wollen. Sagtest du, ihr hattet auch, und dann gesagt, lass mal eine Runde zocken. Und das Ja, war das erste und letzte es war Mal. das erste und letzte Mal, weil es wirklich absolut, das macht gar keinen Spaß. Es ist totale Scheiße. Im Online-Modus wirst du nur die ganze Zeit weggecrashed von irgendwelchen Noobs. Ja. Das ist absolut Scheiße. Das kannst du keinem erzählen. So, und das war Need for Speed. Das ist mal ein Beispiel für Serien, die sie ordentlich Wir brauchen verkackt es. haben. Jetzt habe Es ich noch ein gibt. Beispiel. Lass mal mit einem anderen Ja. Beispiel weitermachen, weil es Jawohl, kühlt. wollte ich gerade sagen, egal. Sonst können wir das Spiel gleich in die, das Video gleich in Need for Speed umbenennen. Ja. Dann gibt es auch Spiele, wo jede Fortsetzung, wo ich auch mit der Fortsetzung freue, aber wo die paar Fortsetzungen versauen, die aber voll unnötig sind. Nehmen wir das Beispiel von Motorstorm, finde ich. Jede Fortsetzung war gut, aber dann kommen die mit so einem Quatsch her wie RC, wer es nicht kennt. Da fährt man mit Motorstorm ist ja dieses brachiale Open. Ne, Open World nicht. Brachiale. Ne, Offroad nennt sich das, genau. Brachiale Offroad Fast dasselbe. Racing. Gefühl, so jedenfalls. Aber dann kommt sie mit RC daher. Vogelperspektive und ferngesteuerte Autos. Ich dachte so, what the fuck? Ja. Ich hatte es kostenlos gekriegt als Entschädigung, dass bei Crash Bandicoot die Vita-Version nicht läuft. Ich hatte nicht mal die Vita, aber trotzdem mal die jeder gekriegt, der das Spiel hat. Ja, die Entschädigung hätte ich auch in den Arsch stecken können. Also ich habe trotzdem 86% der Trophys, glaube ich. Aber das habe ich auch in einem Tag gemacht und da habe ich auch nie wieder gespielt. Ja, ist auch, ich finde so als echten Scherz. Es war wie bei Ratchet & Clank. Es gab Ja. Crack in Time, vielleicht habt ihr das mal gespielt, habe ich Ja, ja habe ich. gesuchtet, wie Sau. Das hat richtig Fun gemacht, das Spiel. Und so, und dann kommen die mit Q-Force dahin. Und ich Ne, meine, was. erstmal haben wir noch Quest of Boots oder so, oder? Kam sie Quest dazwischen for noch? Beauty? Nee, Quest for Bo nee. Boots, irgendwas da, kam sie Nein, 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 dazwischen. das war vorher. Quest for Booty war vorher. Na, jedenfalls, Q-Force habe ich mir am Release gekauft. Ja. Und ja, erstmal, ich hab ihn nicht überwiegend, ich wusste nur, Ratchet & Clank, letzte war gut, weil ich habe Crack in Time auch gespielt, ne? Ja. Habe ich das gespielt und dachte, what the fuck, Tower Defense? Wollen die mich Ja. verarschen jetzt? Und dann drei Level und dann war's das? Hat die gekifft oder was? Hab ich gedacht. Hat das irgendeine Cracknote hier irgendwie gerade mal kurz programmiert oder so? Oder haben die einfach nur ein anderes Spiel gemerkt? Oh, da spielt Scheiße. Moment, wir schreiben Ratchet Clank drauf, dann verkauft es sich besser. Oder was? Was soll das denn werden, hab ich Ja. gedacht. Das gleich, als wenn die, ganz kurz, das gleich, als wenn die FIFA erstellen, FIFA mit Killstreaks machen, kommt er selber raus. Pff. Manchmal, ne? Jetzt ich auch was, ne? Ja, dann eine Serie, die vielleicht nicht viele von euch kennen. Star Wars The Force Unleashed. Oh ja, zwei, ne. Na. So, zwei habe ich mir abgekauft von einem Freund. Ich hab's bei Eis Die haben sich gespielt. das beim Release gekauft. 4 Stunden Spielzeit, derselbe Kack, Müll, Story, einfach nur behindert, endet total behindert. Die Endsequenz ist auch der letzte Scheiß, also da könnt ihr auch euch nichts spoilern, wenn du da mal reinguckt, das Ende, der Kampf gegen Darth Vader da. Du springst auf eine Plattform, killst alle Klone. Du springst auf die nächste Plattform, killst alle Klone und das 12 Mal. Und dann am Ende kommt eine Cutscene und dann ist das Spiel vorbei. Das ist der Niveauvoll. Endbosskampf von diesem Spiel. Und das ist, steht im krassen Gegensatz zum ersten Teil. Kein Wunder, dass LucasArts irgendwie, ja. Also, ohne Scheiß, das traue ich auch nicht nach. So eine Kacke, da kann man doch nur verkacken. Also, das ist jetzt mal die negativen Beispiele. Ich will auch vielleicht nochmal, bevor das Gameplay zu Ende ist, nochmal auf Das ein Game. gutes Beispiel. Genau, ich will nur eine Sache sagen, auf das Gameplay, die Meinung teilst du nicht, aber ich finde, die sollten, also ich will trotzdem, dass es weiterhin Fortsetzungen gibt, aber die sollten nicht jährlich ein Assassin's Creed raushauen. Vielleicht alle 2 Jahre, das reicht, finde ich. Alle 2 Jahre, ihr Nerf, Ich ihr. finde, das wird mehr vielleicht danach haben die mehr Innovation vielleicht. Nee, ich finde das schon jährlich ganz gut, weil ich zock das schon. Also, wenn du so spielst wie ich,
dann hast du das schon ziemlich schnell durch und ziehst schnell zweimal durch und dann willst du schon was Neues. Also Ja, ich ich bin hol's mir jetzt nicht noch ein Jahr unbedingt. ohne Assassin's Creed ein bisschen sehr schwer behindert, also Ich bin ehrlich. ja noch bei Revelations. Ja, ich bin ja Aber drei, trotzdem, ich hole mir das ja auf jeden Fall auch am Release. ich habe 3 ja schon mal angezockt und ich fand irgendwie, das war irgendwie. Ah, hat mir nicht so gut gefallen, muss ich sagen. Na doch, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also das hat mir Markus, schon sehr. jetzt noch dein Positivbeispiel, was Gameplay für mich noch senden, ne? Ja, mein Positivbeispiel, was ich noch sehr hervorheben möchte, ist. FIFA. Was war das denn jetzt noch? Call of Duty, ach nee. Warte mal, Markus, ich habe noch so ein 4-Minuten-Gameplay hier. 15-0 frei für alle von Roman. Das klatschen wir noch rein hier. Ja, Roman So, geht 4 immer, Minuten ne? hier. Roman Ja, geht immer. 15-0 frei für alle von Roman. Das hauen wir noch in rein hier, so, weiter geht's. Also, jetzt, Ja. während Romans Gameplay kommen jetzt nur Positivbeispiele. Ja, Positivbeispiele. Call of Duty ist da nicht zu nennen. Ne, das hier immer dasselbe. Oh. Battlefield, muss ich sagen. Das hat immer noch Na, irgendwas Neues, da doch. habe ich auch Angst. Battlefield 4 sieht aus wie Battlefield 3. Aber Krieger hat ja gespielt. Ich habe mir dann ein Video von angeguckt. 30 Minuten geht das ja. Und hat auch gesagt, das spielt sich, also vom Spielgefühl ist es relativ, also man merkt schon, dass es ein neues Spiel auf jeden Fall. Ja. Also man merkt nicht, man fühlt sich immer noch ein bisschen wie BF3, wenn man es gespielt hat, aber es ist trotzdem ein ganz neues Spielgefühl und halt dieses Levolution macht einiges aus. Ja, das finde ich auch. Deswegen, und ich finde, Aber das trotzdem, reicht die schon, Waffen, guck ich dir. habe mir die Waffen angeguckt, das sind dieselben wie in Battlefield 3. Ich habe mir Ja, das komm. Gameplay im Ganzen angeguckt, das ist dasselbe wie in Battlefield 3. Ich meine, gut, man kann nicht viel verändern. Letzten Jahren waren eher grafische Veränderungen, Bomber, das ist natürlich jetzt mittlerweile Na gut, letztes nach. Gameplay, sie haben jetzt Levolution und viel Wert auf Seekampf gelegt. Also ich finde, das ist schon eine Ja. Neuerung, mit der man leben kann. Und an Waffen gibt es nicht nur, aber Fahrzeuge gibt es ja auch einige neue, ne? Ja. Die ganzen chinesischen Fahrzeuge da. Was wollte ich denn jetzt für ein gutes Beispiel nennen? Das Also ist natürlich. ich könnte dann FIFA, weil das ist zwar jeder fast dasselbe, aber trotzdem, die verhunzen das Spiel wirklich. Die probieren das nicht aus irgendwie in FIFA, wo man nicht selbst spielt. Dann können die gleich FIFA-Manager draus machen, das gibt's ja. Aber ich finde, Ja. die bleiben auch solide dabei, machen kleine Änderungen. Die Kader im aktuellen, das reicht, finde ich. Also das Spiel macht jedes Mal immer neu Spaß. Und fertig. Also sowas finde ich ist in Ordnung. Man soll nur nicht irgendeinen Quatsch probieren, was nichts mit der Serie zu tun hat. Ja, ich gucke jetzt mal gerade meine Spielepalette hier an. Ihr weiß Ich ja schon, auch. wie die aussieht. Und da sehe ich Oder. eigentlich nur Ja. Spiele, die ich so denke. Ah, hier habe ich eins. Vielleicht. Ich weiß nicht, ob das Konsole-only war. Ich glaube schon, ne? Skate. Das ist von EA auch ein Spiel. Was mich wundert. Es gab Skate 1, 2, 3. Skate 3 ist schon jetzt, glaube ich, 3 Jahre alt oder so. Das fand ich so geil. Und ich. Ja. Leider haben sie aber die Nachfolger eingestellt. Also, gibt keinen Nachfolger wohl. Und das finde ich halt sehr traurig, dass sie sowas halt platt machen. Gerade Auch. EA, die Alter schlachten wollen. Ja, und auch genauso Burnout Paradise hätte ich sehr gerne einen Nachfolger, kommt auch keiner. Nö, dafür gibt es hier irgendwelche verhunzten Need for Speed von Criterion. Ja, nein, das ist Und also God jetzt, of War Ascension. Ja, und das was? nächste Spiel von Criterion soll jetzt kein Rennspiel sein, das wird auch für kurze Zeit jetzt schon sagen. Ja, Grütze. Ja, Driver San Francisco fand ich geil, ist Ansichtssache. Das fand ich blöd, ganz ehrlich, weil ich muss mit dem Switchen nicht. Was ich geil fände, wäre Midnight Club ein neues. Aber es wird ja, haben sie Oh es schon ja. gesagt, glaube ich, für jede Konsole gab es ja bis jetzt einen Midnight Club. Und für die PS4 wird auch ein neues Midnight Club kommen. Natürlich geil, das würde mich sehr freuen. Du wirst ja natürlich holen, ne? Auf jeden Fall, ich hab da über 100 Stunden Spielzeit. Ich habe es geliebt, Naja. mein Lieblingsrennspiel. Aber ich glaube, The Crew oder Drive Club wird ablösen. Ah, das glaube ich nicht. Also Drive Club habe ich gestern gesehen bei der E3, ne, vorgestern wo hier Gronkh live gestreamt hat, ne? Von der Ja. E3, wo die rumgerannt sind. Und da haben die das gespielt und ich fand das ja richtig geil aus dem Gameplay. Also ein bisschen also wie Gran Turismo, nur immer noch diesen Evolution Studio Touch. Irgendwie so ein bisschen, nicht Arcade, aber irgendwie so. Ja, Gran Turismo kommt mir zu realistisch vor. Das macht schon wieder fast keinen Spaß mehr, finde ich. Ja, was ich auch sehr nice finde im Moment ist Trackmania, aber das ist ja jetzt mal was ganz anderes. Ja. Das ist macht im Moment ja die neuen Teile, die finde ich auch recht nice. Diese Remakes kann ich auch gut sagen, aber was ich mir gerade noch auffällt, was auch noch geil wird, ist Far Cry. Also da finde ich, da haben sie noch den Dreh gekriegt. Eins war geil damals, wenn ich mir Zwei haben das wir angeguckt versaut. habe. Zwei Obwohl, haben sie ja. zwei habe ich mal gespielt. Ich finde das gar nicht so schlecht. Du hast mal so leute Laufwege. Ja, das ist. Und wenn du stirbst, sind alle irgendwie Sachen weg oder so, irgendwie Ja, sowas Komisches war da. ich habe das noch nie gehabt, mal gespielt beim Kollegen. Ja, also das soll ja Schwachpunkte gehabt haben. Also ich fand, das sah auch gar nicht mal so schlecht aus. Und jetzt Far Cry 3 ist natürlich das beste Spiel, beste Shooter, den ich je gespielt habe, Ja. storytechnisch. Ja, also da will ich auf jeden Fall den nächsten Teil, das ist mir auch egal. Das ist genauso wie bei Battlefield, das ist mir einfach egal, wie viel das kostet. Das werde ich mir auch auf jeden Fall holen, weil sowas ist einfach zu geil. Also das fand ich so geil, das Spiel, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Portal, Ich möchte auch nochmal ja. zwei Spiele noch kurz erwähnen. Einmal auf jeden Fall, dass die Möglichkeit noch Spiele fortzusetzen, finde ich, ist wie Saints Row.
einfach das Spiel immer bekloppter machen, und das aber bei Saints Row ist noch in Ordnung, finde ich, weil das Ja, Spiel mein will Saints das Row ja. wollten sie ja eigentlich ein Und DLC machen, was so bekloppt ist, und dann wurde das ja. immer größer, und dann haben sie gesagt, komm, dann machen wir noch ein neues Spiel daraus. Ja. Ja. Ich muss einfach noch was sagen, noch ein Spiel, was mir noch einfällt, und zwar, wo es eine Vorstellung geben sollte, und das wird es nie geben, weil es Super Interactive Dicks ist. Oh. Und zwar Mac, Massive Action Game. Was? Ich klatsche mal ein bisschen Gameplay einfach hin. Das Game ist gerade zu Ende. Ich klatsche ein bisschen Mac einfach random mit rein. Wird wahrscheinlich richtig schlecht sein. Aber mit die Abonnenten mal ran zu sehen, weißt du? Und nach Mac machen wir Ja. Schluss. Ich sag mal ein bisschen random Mac ist in rein. Hab ich mit Rasmus erspielt. Das Einzige, was ich gerade mal aufgenommen hatte, immer. Ist bestimmt auch richtig schlecht, weil es war die erste Runde nach einem halben Jahr mal wieder. Ja, das Spiel Ja. ist Massive Action Game komplett. Ist von Sony als Publisher. Also PS3 exklusiv. Und vom Studio Super Interactive, was auch mittlerweile geschlossen ist. Deswegen ist die Chance auf eine Fortsetzung minimal. Nur durch ein anderes Studio, wenn. Und das wird dann wieder, glaube ich, nicht so geil werden. Ja, Mac ist halt das Geile, dass auf der PS3 256 Spiele auf einer Map spielen können. Ja. Das ist halt, sag ich mal, ja, ich glaube, das schaffen doch kaum PC-Spiele. Mh, Und. doch, ich glaube Ja, Bombermine, diese Planet eine. Zeit auch, ne? Planet, Jetzt ausgespielt, Zeit ja. auch, oder? Ja, Planetside ist ja auch Aber ich meine, scheiße, das ist ne? gute Spiele. Na, Ja. jedenfalls, also Mac ist ein geiles Spiel, sieht vielleicht gar nicht mal so geil aus, aber es macht einfach Bock. Einfach, Ja. es war. Wir haben es früher so gesuchtet, ich könnte das gar Ja. nicht vorstellen. Wir haben Ja. das nur gespielt. Ich glaube, vor BF3 habe ich nur das Spiel gespielt, ja. Ja, das Also, das stimmt. hat einfach Spaß gemacht. Das haben auch alle gehabt. Also, Markus, Niklas, Alex, ich, Rasmus. Also, Rasmus müsst ihr mit euch auch mal kennen, glaube ich. Ja, wenn nicht, Jedenfalls, dann müssen wenn wir nicht, mal. müssen wir ein Bällchen mit ihm aufnehmen. Ja, müssen Jedenfalls, wir also, mal. das hat wirklich. Also, ich spiele im Gameplay ein bisschen mit MG hier. Aber ein bisschen Ja. Spray-Action hier, wie das gehört. Die PSK Grafik. oder was? Oder? Nö, ich bin aber Vella. Ach so, ja, Ja, also dieses. kann man sehen, es gibt drei Armeen, aber es gibt Vella, Zerva und Raven, und man kann nur mit Leuten aus Vella oder aus Raven beziehungsweise jeweils zusammenspielen. Alter, bin ich schlecht. Jedenfalls. Also wenn ich bei Vella bin, Alex und Markus bei Zerva, dann kann ich nicht mehr den spielen. Man hat halt immer seine Armee. Und wenn man Höchstlevel ist, Level 70, dann kann man die Armee wechseln. Ja. Ja, Na und gut, sonst das also mehr Spiel. sollten wir jetzt aber auch nicht dazu sagen, finde ich. Vielleicht kommt man Video Live-Kommentare zu dem Spiel. Mal gucken. Ja, mal sehen, wie wir Zeit haben, ne? Ja, Ich habe jetzt wahrscheinlich einen guten Ausschnitt hier rausgesucht, also nicht den Anfang, deswegen halt wahrscheinlich jetzt nicht, ja, direkt was kommentiert dazu. Zwei Ja, Minuten drück ich mal wie raus. lange sollen wir denn jetzt noch machen? Jetzt haben wir auf. Ja, würde ich Alles mich auch klar, sagen. dann vielen Dank fürs Zuschauen. Wahrscheinlich jetzt schon Samstag, bis ich es hochgeladen habe, weil es so lang wird. Ja. Haut ihr rein, ne? Ja. Und danke Markus und tschüss. Ja, und tschüss. Wir sind unter Artilleriebeschuss.